Liebe Schwestern und Brüder, liebe Familien, liebe Kinder, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zum Beginn der Adventzeit und zur Segnung der Adventkränze mit den Kerzen. Nachdem wir heuer in der Corona-Pandemie nicht miteinander zusammenkommen können, um miteinander zu feiern und zu beten, lade ich euch ein in der Hauskirche, in der Familie daheim, dass wir uns nun einstimmen auf diese Adventzeit und miteinander das Gebet beginnen mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beginnen unsere Vorbereitung auf Weihnachten mit der Segnung unseres Adventkranzes. Wie das Licht der Kerzen auf dem Adventkranz heller wird, so rückt das Fest der Geburt Jesu Christi näher. Er macht unser Leben hell. Der Adventkranz ist ein Zeichen der Hoffnung, dass nicht Dunkel, Leid und Tod, sondern Licht und Leben siegen werden. Der grüne Kranz bedeutet Leben, Ewigkeit, Hoffnung. Das Licht der vier Kerzen begleitet uns stufenweise durch die Wartezeit des Advents auf die Geburt des Lichts. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Im Johannesevangelium spricht Christus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir loben und preisen Gott, unseren Schöpfer. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott. Du hast alles erschaffen, denn du bist die Liebe und der Quell des Lebens. Wir loben dich, wir preisen dich. In deinem Sohn Jesus schenkst du uns Licht und Leben. Wir loben dich, wir preisen dich. Dein Geist erleuchtet unsere Herzen, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Wir loben dich, wir preisen dich. So wollen wir nun um den Segen Gottes für unsere Adventkränze und die Kerzen bitten. Lasset uns beten. Wir danken dir, Herr unser Gott, du schenkst uns die Freude des Advents. Voll Hoffnung und Zuversicht erwarten wir das Fest der Geburt deines Sohnes Jesus Christus. Wir bitten dich, segne diesen Kranz, um den wir uns in den Tagen des Advents versammeln. Segne die Kerzen. Sie erinnern uns an Jesus, der allen Menschen Licht sein will. Und wie das Licht der Kerzen immer heller wird, so lass uns immer mehr dich und die Nächsten lieben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Yeah.
Jesus Christus, du Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Lieben, die uns Licht schenken. Jesus Christus, du Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die nur mehr Dunkelheit sehen. Jesus Christus, du Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kranken und für alle, die sich um sie sorgen. Jesus Christus, du Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen, dein ewiges Licht leuchte ihnen. Jesus Christus, du Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Darum bitten wir dich und dafür danken wir dir. Amen. Lasset uns beten, wie Jesus mit seinen Jüngern gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Guter Gott, du weißt um unsere Sorgen, Zweifel und Ängste in diesen Tagen der Ungewissheit. Wir suchen nach Halt und Sicherheit. Sei du an unserer Seite und gib uns die Kraft, dass wir nicht mutlos werden, dass wir nicht zweifeln, dass wir uns nicht allein gelassen fühlen. Sei allen nahe, die dich brauchen. Schütze die Menschen in unserem Land. Steh jenen bei, die krank sind. Stärke alle, die sich um sie kümmern und für sie da sind. Gib jenen Hoffnung, die in eine wirtschaftliche Notsituation geraten sind, und begleite alle mit deinem Geist, die schwere Entscheidungen zu treffen haben. Sei du bei uns mit deinem Segen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Johannes der Täufer, bitte für uns. Heilige Hemma von Burg, bitte für uns. Heiliger Leonhard und Heiliger Laurentius, bittet für uns. Heiliger Egidius, bitte für uns. Heiliger Heinrich und Heilige Kunigunde, bittet für uns. Heiliger Sebastian und Heiliger Rochus, bittet für uns. Heilige Rosalia und Heilige Corona, bittet für uns.
alle heiligen Namenspatrone und Schutzengel, bittet für uns. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ein herzliches Dankeschön für das gemeinsame Gebet. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Adventzeit, ein gutes Zugehen auf Weihnachten. Gottes Segen begleite und schütze uns. Bleiben wir gesund. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne, behüte und begleite euch, eure Familien und alle Menschen, an die wir denken, für die wir beten, der dreieinige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.